Gametastical. Gaming is our passion. So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Gametastical.de. Ist euer Raphael und ich habe heute den ersten Part von Lego Marvel Super Heroes hier für euch. Das ist mein allererstes Lego-Spiel, habe ich noch nie gezockt und ich bin sehr gespannt, wie das werden wird. Und ich glaube, wir starten hier einfach mal rein. Ich dachte jetzt gerade eben, ich war mir nicht ganz sicher, ob das gerade das Intro war. Aber ich glaube, das war das Intro vom Spiel. Naja, jetzt haben wir das einmal laufen lassen, habt das auch einmal gesehen. Und da starten wir hier natürlich einen neuen Spielstand. Richtig, das machen wir. Alles klar. Dann starten wir mal, die Reise beginnt. Sorry, Surfer. Geht's jetzt an den Kragen? Iron Man! Dann nähert sich ein Schiff. Vorsicht! Es eröffnet gleich das Feuer! Tony, bist du okay? Au! Au! Und mehr Au! Diesen kosmischen Steinen werde ich die Welt beherrschen. Aber erst sollte ich wohl besser dafür sorgen, dass sie nicht zerstört wird. Einfacher wäre es gewesen, das Brett intakt zu lassen, als du es dir geschnappt hast, anstatt es in 1000 Stücke zu zerschießen. Die Avengers sind aufgetaucht. Die machen jeden guten, bösen Plan zunichte. Dein Plan ist immer noch fantastisch. Schlechte Wortwahl, Gott der Lügen und der Streiche. Ich finde ihn eher spektakulär. Vielleicht auch überwältigend. Ich habe jeden nur erdenklichen Schurken, Gauner und verwegenen Günstling angeheuert. Sie alle helfen mir beim Bau von Dr. Doom's Doom Ray of Doom. Den Mund ganz schön vollgenommen, aber gut. Apropos. Ruhe! Wir müssen noch mehr dieser mächtigen kosmischen Steine finden, damit meine Waffe funktioniert. Zu Befehl, Dr. Unheil. Okay, ihr Bullen! Ich lasse diese Macker gehen, sobald sie mir die kosmischen Steine gebracht haben! Warum haben die mich hier nicht zum Aufseher gemacht? Dieser Typ hat doch Sand im Hirn! Schau ich das mal den Kopf in den Sand. Sehr schön. Jawohl, da kommt Iron Man. Mein Lieblings Marvel. Das nenne ich mal kriminell. Held. Och, da kommt er. Denk in Zukunft immer daran. Erst gucken, dann springen. Ich weiß, Schurken. Die Shield-Typen glauben, wir müssen uns einen sorgfältigen Angriffsplan ausdenken. Oder wir hauen uns einfach durch nach drinnen. Guter Plan. Willkommen zurück in New York, Gentlemen. So, was sehr schön. Wir müssen, wir können Y drücken und können einen Charakter wechseln. Sehr schön. Vielleicht könntest du es mal mit Hebetechnik. Große Lego-Charaktere wie Hulk können durch Drücken von B große Gegenstände aufheben. Sehr geil. Man kann mit den Dingern. Wie geil ist das denn? Man kann da hinlaufen. Und kann die dann einfach auf den Boden schmettern. Denk dran, dass das kann ich ja richtig, das will ich ja richtig feiern, ey. Wenn du dich beruhigst. Ja, es verwandelt sich hier niemand zurück.
Ja, sicher. Und wir schmeißen jetzt auch mal. Kann man auch schmeißen. Mit X. Sehr geil. So, jetzt müssen wir hier mit Hulk direkt mal. So. Iron Man kann mit seinen Raketen silberfarbene Lego-Objekte zerstören. Ui. So schön. Mit RT kann man immer nach hinten so fliegen. Beim guten alten Iron Man. Während du fliegst, kannst du A gedrückt halten, um aufzusteigen, oder B gedrückt halten, um abzusteigen. Das heißt eher abzusinken, oder? Zweimal B drücken, um zu landen. Ach, dann wieder. Ich dachte, wir haben Iron Man noch. Das sind Raketen, geil. Halte als Iron Man B gedrückt, um seinen Unibeam-Angriff aufzuladen. Ah, so, okay. Jetzt haben wir den Angriff aufgeladen. Ja, haben wir gemacht. Ah, okay. Sehr schön. So, das ist so schön gemacht. So, was müssen wir jetzt noch machen? Du kannst als Bruce irgendwas. Nur Charaktere, die Macht über Elektrizität haben, können Elektro-Amateuren verwenden. Ja, wir wollen die das Herz wollen wir noch mitnehmen, sicher. Was ist hier los? Ja, Hulk regelt das schon, hätte ich gesagt, aber das ist nicht so. Also, er macht vieles. Du kannst das Bruce Banner Y gedrückt haben, um dich in einen unglaublichen Hulk zu verwandeln. Okay. Und dann kann ich mich also auch mit Y zurückverwandeln. Sehr schön. Jetzt kann man mit Hulk, wie gesagt, kann man Gegenstände werfen. Hulk, wegschmeißen. So, kein Problem. Brauchen wir nicht. Dann gehen wir hier eben aufs Ganze. Mit dem guten alten Hulk hier. Nur Charaktere, die macht über... Ja. So, jetzt müssen wir hier noch die ganzen kleinen Sandviecher zerstören. Ja komm, werf das Ding weg. Da geht doch. Oh. Habe ich auf den Polizeihubschrauber geworfen. So, was müssen wir jetzt hier machen? Da hinten läuft dieses große Vieh. Das sieht so episch aus. Wie der Junge einfach nur fliegt. So gut. So schön, kann man hier anvisieren. Sehr gut. Also das Fliegen ist wirklich sehr direkt und sehr gut zu steuern. Kann man an dieser Stelle einmal sagen. Und ich liebe Iron Man! Das ist so geil. Sehr schön. Das macht mir direkt in den ersten 5 Minuten schon richtig Spaß.
Aber müssen wir jetzt hier nicht auch irgendwas anderes machen? So. Och nee, wir hätten hier die ganze Zeit schon dieses komische Ding da drücken müssen. Ja, sicher. Das ist mein Fehler. Das geht direkt wieder mit einem Fail hier los. Ich krieg das bestimmt auch bald raus. Ja, sicher. Jetzt gehen wir da mit Hulk schön bei. Ja, ja. Und dann nehmen wir das Ding da. Ja, sicher. Dann packen wir die Kiste hier. Links und rechts packen wir die. Immer wieder B drücken. Ja, sicher. So, los geht's. Jetzt gibt's hier einen richtigen Fight. Er hat das Auto wie ein Spielzeug durch die Luft gewirbelt. Scheiße, ey. Ich dachte, wir haben jetzt wirklich alle besiegt. So. Oh toll! Haben die mir mal ein Ding kaputt gemacht hier? Richtig asozial, kann ich da nur sagen. So, jetzt wechseln wir nochmal zu Hulk. Ach nee, dann wechseln wir mal wieder zu Iron Man. Ich glaube, der kann dagegen drücken. So, jetzt kommen da ganz viele tolle Münzen raus. Halte B gedrückt, um Gegenstände aus Legosteinen zu bauen. Sehr geil. Und jetzt können wir da natürlich wieder mit Hulk hingehen. Hui! Iron Man regelt das schon. So. Jetzt machen wir hier, gehen wir mal mit Hulk bei. So, jetzt hin da. Komm, töte den Jungen. Ja, komm, geh weg, Junge. Das kann ich auch. Jetzt geht's hier los zum Fight. Hey! Ey, du bist ein Mistvieh. Das ist ein Mistvieh. So, jetzt ist das hier so ein bisschen. Ich weiß nicht, muss ich das gedrückt halten? Oder immer wieder drücken? So, das habe ich noch nicht so richtig rausgefunden hier. Immer wieder B drücken, das hilft auch nicht, oder doch? Doch, das hilft. Also immer wieder B drücken. Wie das aussieht. Und jetzt mit X. Komm, gib ihm! Hulk! Hulk! Enttäusch mich nicht! Ja, reiß ihn am besten den Arm raus oder so. Hulk böse! Ja, Hulk böse. Oh, da raus. In das Ding reingeschmettert da. Ist das eine Kirche oder so? Keine Ahnung. Ne, eine Kirche ist das nicht. Oh ne, jetzt macht er da nochmal. Ich hab nämlich zwei davon. Jo, weil du es kannst. Überall ist Sand, aber es wird trotzdem kein Spaziergang. Ja, natürlich wird es kein Spaziergang. So, wir müssen hier natürlich zusehen, dass wir die kleinen Quälgeister da irgendwie erledigt kriegen. So, das ist Iron Man. Nein, den wollen wir nicht ärgern.
So, sehr schön. Ah, so viel dazu, jawohl. Der ist schon mal besiegt. Ich habe bereits gewonnen. Mit links. Ah, weiter dürfen wir nicht. Ja, ja. Mit links. Und wir gewinnen mit rechts. So, wir brauchen jetzt hier irgendwo noch so ein Lego-Vieh, was wir rumschmeißen können. So, was ist hier los? Kann ich hiermit nicht irgendwas machen? Iron Man kann damit sicherlich was machen. Ja, siehst du. Fortschritt in diesem Level wird gespeichert. Wenn du das Level verlässt und später zurückkehrst, beginnst du von hier. Ja, wir machen Speichern und Fortfahren, würde ich sagen. Wir sind hier noch nicht am Ende. Wir wollen hier noch ein bisschen Spaß haben. Naja, der Sand, der macht uns hier so ein bisschen zu schaffen. Jawohl, jetzt haben wir hier noch was. Komm, zieh. So, sehr schön. Das war's. Jetzt haben wir schon mal den Weg freigeräumt mit Hulk. Mit dem großen und starken Hulk. Und jetzt kommt hier noch so, was ist das denn? Ach, eine U-Bahn oder so, ne? Geplante Landung im Hauptterminal. Hulk hasst Verspätungen. Sehr geil. So. Alter, Hulk, ey, der ist echt. Der Typ ist mächtig. Das ist so stumpf. Jetzt ist er weg. Sehr schön. Jetzt kommt da aber noch irgendwas. Sieht aus, als wäre das meine Theke für euch. Eine Mauer. Mauern nicht gut. Halten nur Menschen auseinander. Tiefgründig. So, wunderbar. Zumindest weiß ich muss diese Sandwand nass machen. Ja, da gucken wir mal. Nur Charaktere, die Macht über Feuer haben. Ja, hat Iron Man denn Macht über Feuer? Wollen wir mal schauen, ob man hier irgendwas... Ah, guck mal, hier können wir runtergehen. Die übermenschlichen verborgene Gegenstände müssen wir finden. Du musst diese Sandwand nass machen, ja, das ist korrekt. Aber am besten geht das doch. Hier ist ja Wasser. Wir sind hier aus Spaßwasser. So. Wir schauen hier mal, ob wir hier irgendwas finden, was wir brauchen könnten. Aber eigentlich sind hier nur Kronleuchter oder so, glaube ich. Was ist hier? Getränkeautomat oder so. Der hilft uns hier, glaube ich, auch nicht weiter an dieser Stelle. Also es würde mich wirklich wundern, wenn wir da vorne nicht zu dieser komischen Station machen müssen. Siehste, jetzt können wir bestimmt hier was bauen mit. Wir können hier was bauen, da kann mir doch keiner was erzählen. Mit was kann man nochmal bauen? Ah, mit was kann ich nochmal bauen? Ja, ich konnte mit irgendwas was bauen. Nein! So, wir probieren hier mal was zu bauen.
wie das aussieht. Ja, mit Doppel immer B drücken. Ah, ja, so war das. Sehr geil. Jetzt haben wir es rausgefunden. Und jetzt müssen wir hier mit irgendeinem beigehen. Und können Y drücken, mit Hulk am besten, ja. Ne, mit Hulk geht das nicht. Ah, sehr geil. So, jetzt haben wir hier so eine Wasserkanone. Schießen da einmal drauf. Das funktioniert auch ganz gut. So, sehr schön. Und Hulk verrichtet seinen Dienst. Der Schlosskönig. Muahahaha. Super Nullen. Na sicher bist du der Schlosskönig. Das ist mal was, was man nicht alle Tage sieht. Ein großes Gebäude, das noch nicht mir gehört. So, siehst du, da können wir nämlich hier zusammenbauen. Und dann merkt das ja auch relativ schnell. Dann lerne ich doch ein bisschen schneller. So, jetzt hauen wir das Ding da rein. Jawoll! Hulk macht das schon! Also mit, wir nehmen Spider-Man! Scheint, als müsste ich mir meinen Weg durchkämpfen. Da ist er! Wow. Danke, dass du vorbeigehüpft bist, Spider-Man. Ihr Avengers habt es schon wirklich drauf, Chaos anzurichten. Hey, das habe ich gerade ersetzt. Ich wusste schon immer, dass um deinen Namen. So, sehr schön. Wurde, Tony. Aber das hier geht etwas zu weit. Sind wir an einer neuen Ebene? Pepper sagt ja immer, ich stehe mir selbst im Weg. So, wir müssen den Strom ausschalten. Dann gehen wir hier mal mit unserem kleinen Iron Man hier hin. Und hoffen, dass wir hier irgendwas machen können. Versuche mit einem Charakter mit übermenschlichem Sinn verborgene Gegenstände zu finden. Wir probieren mal hier das Ding in die Luft zu sprengen. Das funktioniert schon mal nicht. Aber hier müssen wir einmal hin. Oh, sehr schön. Da kann man wahrscheinlich jetzt speichern. Ja, und ich glaube, wenn ich auf die Uhr gucke, dann sehe ich, dass das für die erste Folge eigentlich reicht für Part 1. Sehr schade, sehr schade. Macht wirklich Spaß, das Spiel. Am Anfang, weiß ich nicht, mit dem Kommentieren kann sein, dass das noch ein bisschen ins Stocken geraten ist. Aber eigentlich ging es, glaube ich. Weil man sich ja auch erst an das neue Spiel gewöhnen muss. Ich kann hier gleich noch eine Ankündigung machen. An dieser Stelle für alle, die Last of Us gern mal remastered sehen wollen. Ich kann nur eins sagen. Die PlayStation 4 ist bestellt. Nächste Woche geht's los. So, wir sehen uns dann nächste Woche im nächsten Part. Jetzt sind wir morgen im nächsten... Morgen oder übermorgen? Ich weiß gar nicht. Wann denn nun? Ich kenne den neuen Upload-Plan noch nicht einmal auswendig. Ich glaube, übermorgen immer alle 2 Tage Lego Marvel Super Heroes, damit wir ein bisschen länger was von haben. Und für Last of Us müssen wir uns noch was einfallen lassen, wann das erscheint. Das war gestern ganz spontan, dass ich die PlayStation geordert habe, dass ich Last of Us gekauft habe. Und nächste Woche geht es los. Das steht definitiv fest. Es müssen noch die Duldungserklärungen für das Let's Play eingeholt werden.
paar rechtliche Dinge, wie immer. Und ansonsten geht das los. Wir wissen nur noch nicht, wo wir das in den Plan integrieren. Und das werden wir jetzt die Tage noch machen. Also am besten bei Facebook oder Twitter uns folgen oder liken. Dann seid ihr da immer auf dem neuesten Stand. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Und wie gesagt, schaut auf den Upload-Plan bei Facebook oder oben im YouTube-Titelbild, der aktualisiert wird. Die Tage. Oder schon aktualisiert ist. Und dann seid ihr immer auf dem Laufenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin, euer Raphael von GameTesticle.de. Du willst dein FIFA Dream Team haben? Hol dir jetzt FIFA Coins zum Kampfpreis über den Link in der Beschreibung. Nur bei Marktführer MMOGA.